Anno 1800, es geht weiter im Let's Fuchs nach dem Intro. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und wir spielen weiter Anno 1800, das sind Higgins und ich. Hallo. Hi. Ja, und während das Spiel hier mal wieder lädt, ich gerade mal meine Brille. Was nach? Zack. So. Gasheizanlagen sind effizienter. Wirklich? Echt? Hier steht Gasheizanlage. Wieso denn Heiz? Müssen mit Gas doch nichts heizen. Fördern Sie Gas in der Arktis und errichten Sie eine Handelsroute? Aber wohin denn dann? Ihr meint wahrscheinlich Gas mit Strom machen. Weißt du? Ja, ja. So meint er das vielleicht. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. So, da haben wir das Holz gefehlt, aber jetzt haben wir es ja. So, wir haben hier jetzt jede Menge Lagerkapazität, dass wir das zwischenlagern können, aber ich glaube, der holt immer alles ab, ne? Der Kürze der Würze. Komm mal her, du hast nur 35 Tonnen, aber du wirst gleich wesentlich mehr dabei haben. Eine krasse Überproduktion. Das heißt, also jetzt sämtliche Kaffeeplantagen ab, ne? Ja, kannst du doch machen. Fuck, ich habe das Kautschuk nie gebaut, ich habe es nur geblaupaust. Soll ich noch einmal Kautschuk bauen? Ja, oder? Die zwei, die du geblaupaust hast, nur eins. Erstmal upgraden, das wäre toll. Wie upgraden? Meinst du, meinst auch. Erstmal bauen. Ja, hab ich doch gerade. Hab ich Blut, Higgins. Hier ist ein Anno-Profi am Werk. Mhm. Fällt nur nicht immer so auf den ersten Blick. Jetzt zweifle ich wieder, ob der genug Felder hat. Warte mal, das kann nicht sein. Doch. Das ist so doppelt. So, wo haben wir noch Kaffee? Kautschuk. Was ist denn du in der Mitte dieses. Naja. Bananenplantage, Kautschukplantage. Okay, volles Lager. Das Lager ist voll. Wo ist denn der ganze, sind die ganzen Kaffeefelder? Da ist doch noch eins. Tschüss. Das ist Kautschuk. Kautschuk. Wo haben wir noch ein Kaffeefeld? Banane. Mais. So ein Mais aber auch. Hier habe ich, glaube ich, habe ich hier Kaffee gemacht? Kaffee. Das war ich. Das war wirklich ich. Oh Gott, ist das hässlich. Wenn wir das hier abreißen und alles. Oh Gott, und hier auch. Na gut. Die Stadt ist attraktiver geworden. Wir haben jede Menge Platz gleich. Also ich reiße alles Kaffee ab auf der Insel, ne? Wirklich alles. Ich muss entscheiden, was das Beste für unsere Sache ist. Ja, mach doch. Kann ich mit einer Anzahl sehen, wie viel auf der Insel ist, wenn ich über das Ding gehe oder so? Nee, ne? Na, Anzahl nicht, aber du kannst zählen. Weil dann die Icons hochkommen. Oh. Jetzt nicht abreißen soll, das letzte. Für mich, für meines Erachtens das letzte. Nee, hier ist nochmal. Nee, hier ist Zuckerrohr. Das ist das letzte. Was ist denn hier dein Zuckerrohr? Ach so. Ja, ja, ja. Rumbrennerei. Forget it. Ich glaube, was waren sie alle? Krankheit? Oder Feuer? Was doch? Krankheit. Mobilisieren. Ja. Okay. Das heißt, theoretisch gesehen, haben wir jetzt jede Menge Platz zwischendrin. Ah, da sind noch welche. Da sind noch welche. Okay, da ploppen die Icons hoch, sagst du? Nicht wirklich. Nee, wenn du mit dem. Wenn du auf die im Baumenü. Ach so, im Baumenü. Drauf gehst. Das kann ich ja jederzeit machen. Ah ja, Tatsache.
Kaffeeplantage. Kaffeeplantage, das ist wieder rum. So, Baumenü. Hier, also, wir haben... Und da kriege ich jetzt kein Symbol, doch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, das siebte ist. Nochmal zählen. 1, 2, 4, 5, 6, 7. So. Mal hoffen, dass der auch. Gott, ja gut, wir haben erstmal genug Kaffeebohnen hier. Ja, mein kleines bisschen, so. Damit ist der Nord Stream gemeint. Was? Welcher Nord Stream? Hey. Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Also es ist ja halt auch schwierig zu bauen mit den Dingern von dem Platz hier, ne? Wollte nur, dass wir ein bisschen Luft haben, dass wir das zwischenlagern können. Was gerade wieder geholt haben, wie viel hat er denn dabei? Er holt jedes Mal 43 Tonnen. Das ist ein relativ kurzer Weg. Die Schraube war eigentlich schon ein Scherz. Für diese kurze Strecke. Könnten wir hier noch einen Anlagepunkt machen? Ja. Da kann er auch rüber husten. Na komm, machen wir mal wieder einen Schoner. Komm. Nee, ist Quatsch. Wir lassen es so. Wir lassen es so. Wird schon passen. Gut, dann bin ich mal so ein bisschen aus der Chaussee hier, muss ich den ganzen Platz belegen. Okay, jetzt können wir auf der anderen Insel noch Kaffee mehr bauen, ne? Wenn wir noch bräuchten. Sieht es mittlerweile gut aus mit Schokolade und Kaffee. Muss ich gleich gucken. Moment. Ich mach. Hier sind Quests. Nimm eine an. Nämlich lässt. Dies wäre das Sahnehäubchen auf dem Kuchen. Diese Sache hier. Ja! Hier zu schaffen. Das Foto für die Schweinezucht. Wie lenkt? Jetzt. Erfolg. Genau, was der Arzt mir verordnet hat. Oh, und jetzt müssen wir als nächstes die Pete's Meat Bande finden oder so. Das muss Ihnen undankbar erscheinen. Nochmal drüber schauen. Ich hab's so fotografiert. Also war die Quest doch verbuggt, aber nach einem Neustart kam sie wieder auf. Hm. Also nach einem Neustart ist oh, da ist sie, 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 da ist sie. Hast du in die Zeitung geguckt eigentlich, oder? Kompromissloser Journalismus. Ja, ja. Okay. Wo ist sie denn? Schiff unter Beschuss. Na, warte, ich will sie gleich anklicken. Lass mich es bitte machen, aber ich will. Musst du warten, bis die Zeitung weg ist? Schiff unter Beschuss. Wo denn? Leben. Es läuft beinahe alles wie geschmiert. So, jetzt und lasse mich anklicken. Finden Sie die Pete's Meat Bande? Tatsache. So, die stehen hier irgendwo rum. Da, oder? Ich will. Ah, ich sehe sie. Ja, warte, warte. Nicht anklicken. Ich will die mir in-game angucken. Okay, ich dachte, die werden jetzt alle irgendwie da drin animiert. Aber es sind irgendwelche Leute. Ich kenne mich bei Pete's Meat nicht so aus. Sind das sechs? Gott, du bist ein Pferd. Danke, ich mag dich auch. Du bist einer mit Sombrero. Ey, caramba! Oh, ja. Okay. Ich klicke sie an. Weil ich mich genort. Was ist denn hier? Und tada! Da haben wir ihn. Dennis Brammen. Ich klicke ihn gleich mal im Konto an. Hier, Items. Der ist ziemlich immer, glaube ich. So. Da.
Dennis Brammen, Kritiker der Gastronomie, kann ins Rathaus. Zusatzeinkommen plus 5. Oh oh. Naja. Mein Bildschirm war gerade weg. Ah, jetzt ist er wieder. Zusatzeinkommen plus. Was ist denn da schon wieder los? Oh Mann. Dieses Kackschiff von dem Lilan wieder, ey. Komm doch her, du. Der baut eins und geht uns auf den Sack. So. Nochmal zu ihm hier. Einwohner erbringt zusätzliches Einkommen aus Wirtshaus. Plus 5 Zufriedenheit auch nochmal. Aber jetzt die Zusatzversorgung ist geil. Und zwar kannst du da irgendwo auf einer Scheiße. Bier auch? Nee. Aber Brot, Wurst und Fische. Finde ich ziemlich krass. Einfach Brot, Wurst und Fische automatisch erfüllt, wenn man den einsetzt. Naja, ich wollte ihn freischalten. Wir haben es geschafft. Das war mal wichtig. Dass wir das abhaken können von der Liste. Wo lang warst du hier? Ja, kannst du erstmal stehen bleiben. So, ich wollte den Moment nutzen und in den Trend schauen. Oh, 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 oh. Schnaps nimmt ab. Spielstand. Bier nimmt ab. Ach, was? Bier nimmt krass ab. Ja, das wird doch hierher geschippert. Rum nimmt ab. Geht aber auch immer wieder hoch. Nähmaschinen minus 6. Wie sieht's denn aus? Welche Dinge brauchen die denn später hinaus? Also hauptsächlich Kaffee? Was tust du da? Ich hör's nur klicken. Den wollte ich eigentlich vorne hinbauen. Tja, too late. Nee, da ist er wirklich hässlich. Kannst du das Ganze nochmal umsehen? Hä? Nein! Das sollte auch nicht. Ich musste nur kurz umziehen. So. Weil, deswegen ist ja, genau, die Holzfäller sind da eh schon weg. So, irgendwie den Zoo dahin, was weiß ich. Und dann meinst du direkt hier dran? Ja. Und du hast ihn schon gebaut. Gut, wir könnten immer noch umziehen, aber. Ja, ich bin jetzt aber schon dabei. Ich habe jetzt keine Lust, den nochmal neu zu designen. Nö, nö. Da ist ja nicht so schlecht. Mit den Bewohnern können wir nach unten gehen dann. Oh, passt schon. Kümmern Sie sich umgehend um diese 20 Tonnen Tortillas. Warum will der denn jetzt Tortillas haben? Das kann. Es sieht sich nur einer all die Hilfe Viecher an. Ja, warte, ich schicke das Schiff hier in die neue Welt, ich kann die abholen. Der Knallfrosch. Haben wir den hier verzapft? Ach so, hier waren mal die. Ja, hier waren mal. Dass der Typ uns jetzt zulabert, weiß auch keiner warum, aber. Na gut, hier geht's nicht wegen der Mine. Ist klar. Noch ein Varieté gebaut. Ja, müssen wir eh, ne? Ist klar. Mir schwindelt vom Aufstieg in diesem glitzernden Karussell. Was zum Geier? Ich höre die ganze Zeit. Ich muss den Mist hier immer einzeln setzen. Ich denke, baggert der Pup was? Oder was geht ja? Ah ja, der ganze Zoo muss erstmal ausgehoben werden hier. Ah, du hast es abgerissen, ne? Hab ich gesehen, die Rinder. Oder?
Ich bedauere, ja, genau, die Runde habe ich ja gemacht. Brauchen wir ja nicht mal. Angesichts ihres müßigen Tagewerks weiß ich wieder, so, wie glücklich. Ich bin jetzt aber mal ganz. Ach, Gedenkstätte, perfekt. Nur mal kurz was essen. Jo, gleich wieder. So, wir gucken, ob hier alles noch passt. Das ist, wenn der Übeltäter. Ressourcen, Lamas die Mengen. Die gehen natürlich aus. So, ich würde fast sagen, hier können wir einen Schluss machen. Der Stadt, der Stelle. Vielleicht noch hier ein bisschen mehr gucken. Dann gehen wir hauptsächlich in die Richtung. Wieder irgendwo ein Busch dabei, den ich ausgewählt habe. Offensichtlich. Die Feierlichkeiten sind beendet. Eigentlich reicht es ja, wenn ich den untersten im Eck baue. Hat sich verringert. Jeweils hier. Zu gucken, ob da alles erfüllt ist. Gespeichert. Und dann kann ich es voll machen. Wichtig ist Wirtshaus und natürlich Dorfzentrum. Ja, wenn das jeweils alles erfüllt ist. Dann den Rest haben wir ja alles noch. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. So, haben wir noch jede Menge Bauern gleich wieder. Da können wir noch ein paar upgraden. Komm mal her. Zack. So, was haben wir denn hier? Sind da auch noch ein paar, die weg können. Es fehlen Materialien. Aufstieg nicht mehr. Warum ist da der Aufstieg nicht möglich? Was fehlt dir denn? Die Schule? Ist denn die Schule? Bin blind, da. Wirklich? Das ist aber fies. Ist die einzige? Nein. Da ist noch eine. Okay, sitzen ziemlich ungünstig. Aber die reicht nicht mehr, um da runterzukommen, oder was ist das? Zu dem hier. Ich kann auch eine Schule bauen, mein Gott. Raiden wir erst noch was anderes ab. Der will auch die Schule, oder was? Ja. Nehmen wir die. Oder die? Ja, die zwei noch. Die. Zack. Ich genug arbeite hier. So. Hier kann sich meine Seele entfalten. Jetzt gucken wir mal. Ein bisschen was abgegradet, jetzt halten wir den Trend im Auge. Was war denn die Fuchstasse? Das Bajonett auf der Kommode zu sehen, war ein richtiger Schock.
So. Die sind ja frisch erst, oder? Hab ich die erst upgegradet? Ja. Sieht's denn mit dem Öl eigentlich aus? Oh Gott. Das hätten wir auch noch mal besser designen müssen. Na, oh, ist eigentlich immer voll. Wir kürzen, nee, wenn wir es erweitern, dann haben wir nur mehr Züge. Er lädt gerade, ja, okay, der langweilt sich. Okay. Dann ist alles gut. Wo denn? Wieder in der Mitte, oder was? Und Lillan wieder. Selbst Pfeile aus Stahl einschmelzen lassen für das. Wie sie immer alles voll haben. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ah ja. Du sollst die 20 Tonnen Tortillas holen. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Die hoffentlich hier liegen. Glück gehabt. Spielstand gespeichert. Ei, ei. Ach ja? Und das soll ich Ihnen glauben. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Das ist eine Aufgabe in der alten Welt. 21 Minuten, könnte knapp werden. Ich darf das Schiff nicht vergessen. Wenn es wieder da ist, dann muss ich schnell reagieren. Stimmt, hier war ich ja eigentlich auch noch am Bauen. Optimiert ohne Ende. Aber ich habe, glaube ich, einen Denkfehler drin. Und zwar. Auf der Maximalstufe. Ja, doch, es sind wirklich nur 4. Dann hätten wir 2, 4, 6, 8, 10. 10 Stück. Und dann könnten wir 5 Windmühlen betreiben. Blaupausen wir mal daneben. Schiff unter Beschuss. Also der Lerner geht mir jetzt ein bisschen auf den Zünder. Vor allem, weil er nichts hat und nichts kann. War ich denn... Oh, hier ist noch was kaputt. Haben wir vergessen aufzubauen. Und nur eine Stahlschmelze. Nicht so schlimm. Andere wäre schlimmer gewesen. Und zwar habe ich hier das Problem, ich würde hier ja Platz verschwenden. Also würde ich es hier oben reinbauen und dann die Felder. Ja, das kann man mal planen jetzt. Dann die Felder drumherum anpassen. So, was weiß ich. Und dann brauchen auf jeden Fall auch mehrere Lagerhäuser, das ist klar. Aber auch wieder 2 an der Zahl. Also wir haben ja 5 Stück. 5, Ihre Stadt ist attraktiver geworden. 5, wo haben wir sie denn? Schiff unter Beschuss. Also Junge. Früher haben wir doch eine mobile Einsatztruppe gehabt. Wo sind die denn hin? Die habe ich nicht weggezogen. Die hatten wir nicht. Hier unten nicht, hier unten nicht. Er fährt doch einfach nur sinnlos da. Kasparov. Jetzt kommt wieder eins von uns wahrscheinlich und da ballert er auch wieder drauf, weil das kann. Was ist das? Unser Kautschukschiff. Nee, Kaffee. Hörst du mich noch? Jetzt ja. Ah, jetzt ja. Gut. Ich habe in der Stadt ein bisschen geupgradet. Aha. Müssen wir den Trend im Auge behalten. Cool. Mhm.
Also immer, okay. Schiff unter Beschuss. Na, der Gasparov nervt, da hat überall, hat er mittlerweile irgendein Schiff rumgurken. Geht mir auf den Zünder. Tja, so ist er halt, ne? Dann fehlt die Uni. Warum man in die Uni sitzt. Ja, ne? Ist da unten auch noch eine Uni hin? Schiff unter Beschuss. Kasparov, du Pissack, ey. Oh. Ja, der nervt Pissack. Doch. Jetzt hast du die Schiffe zu weit nach oben gestellt, jetzt nervt er oben. Zieh sie mal wieder ein Stückchen runter. Was war das, was du abgerissen hast? Wurst oder was? Flotte segelt in Formation. Ja. Spielstand gespeichert. Ach, da oben. Oh. Hast du ein neues Schiff gemacht oder packst du es mit auf die? Mit auf die. Ich glaube nicht, dass die noch so viel brauchen. Mhm. Oder? Weiß nicht, was hast du hier noch angeschlossen? Kupfer. Das ist noch Seife. Oh, warum haben die eigentlich kein... Nee, das ist noch Seife. Achso, denen fehlen die Waren. Da oben ist noch Seife. Oh. Seife muss ja auch umziehen. Naja. Knallt den Gasparov jetzt mal zu Brei, bitte. Danke. Gut, Arbeitskleidung können wir hier drauf lassen, ne? Das tut ja nichts. Ja, die Arbeitskleidung ist nicht das Problem. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Wie lustig ist das denn? Guck mal, der Pendler hat gar keine Verbindung mit der eigentlichen Stadt. Es liegt nicht an mir. Nee, brauche ich auch nicht. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, brauche er. Ich gebe ihm jetzt mal eine für die Optik. Ey, was hast du denn jetzt gemacht? Das Haus abgebaut, das brauchen wir nicht. Eben gerade, ja, aber doch, der hat schon eine direkte Verbindung durch das Haus. Ach so. Ja. Ich habe mich eben gerade gewundert, minus 1000 irgendwas. Die minus 1000. Ja, der hat mir eben gerade kurzzeitig war die Map abgeschnitten, so. Also die Insel. Schon Panik gekriegt gerade. So, ich bin da. Hab ich jetzt abgerissen? Ne? Nee. Wir brauchen nochmal eine Universität. Universität. War die denn gesetzt eigentlich? Drüben, ne? Ja. Reicht die denn vom Einfluss? Eigentlich reicht die. Die kommt noch nicht mehr dahin. Dann hätte ich gesagt, was auf dieselbe Höhe. Wie mal das aus? Passt das? Lustig wird's denn, wenn das Eck noch Strom bringen müssen. Schiff unter Beschuss. Das wird noch witzig. Hm? Oh, du fährst wieder schlecht. Naja. Wie gesagt, muss mit Shift fahren, so blöd es halt ist. Ja, ich habe nicht mehr gerechnet, dass er da durchfährt. Das war ja auch nur so die kleine Ecke da. Ah, was haben Sie für Erfolg? Genau was der Kapitalist. Hat. Aha. Das ist immer scheiße.
Da habe ich die Tortillas hier hochgekratzt für das bisschen. Schiff unter Beschuss. Ach Mann, was soll da? So, ich wollte jetzt hier den Trend beobachten mal. Aber als ist ja irgendein Mist. Würden Sie folgendes Rätsel für mich lösen? Offensichtlich haben Sie Ihren Algorithmus gefunden. Was denn für eine Prüfung? Ich soll von denen das Päckchen einpacken. Mal sehen. Okay, die Uni haben wir jetzt ein bisschen verschoben, aber die kann wahrscheinlich irgendwann noch mal weiter weg. Jetzt nicht so wichtig. Ansonsten das ist ein Hospital. Wie reicht das noch von der Reichweite? Ich glaube, Kaffee reicht immer noch nicht. Schokolade müsste reichen. Zigarren reichen auch. Schmuck reicht. Grammophone reichen. Aber ich glaube, der Kaffee reicht nicht. Geht langsam, aber sicher in die Knie. Spielstand gespeichert. Da sind Schlaglöcher, passt also auf. Ist eine Gewerkschaft. Auch noch eins. Läuft das Spielstand schneller als sonst? Wenn er genug Bohnen hat. Oh, wir haben nicht genug Arbeitskräfte. Du vertreibst meine Sorgen. Ich kann das hier jetzt anpassen, aber dann haben wir ja wieder das Problem, dass die Leute nicht reichen, ne? Also das Essen nicht reicht schon alles. Bisschen angepasst. Problem ist nämlich, ich würde hier gerne eine zweite aufbauen. Ich glaube, Kaffee haben wir echt hier genug auf dieser Insel. Eines Konkurrenten wird belagert. Naja, ist fast voll. Theoretisch gesehen könnte ich hier noch eine Rösterei hinsetzen. Dann bräuchten wir aber nochmal welche. Also jetzt haben wir 8 und dann brauchen wir 16, ne? Jeweils 2. Quatsch. 7, 14, doch, 16. Die haben wir ja, ne? 6 ist 19. 11, 13, 14, 15. Zählt? 3, 4, 5. 15. Tatsache, zu wenig. Ja, dann gibt's halt nochmal Kaffee. Der Insel, wo ich schon. Kann ich eine Straße über Doppelschienen legen? Das ist jetzt die Frage, die sich stellt. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube auch nicht. Ach. Echt? Ja. Die Insel eines Konkurrenten wurde angenommen. Mein Problem ist nämlich, ich muss ja jetzt nochmal irgendwie Straße hier hochbringen. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Das Zipfel, aber das ist so klein, Nick. Was wir da noch hinsetzen, aber. Warte mal, ich will einen Weg hier hinten dran legen. Als wir irgendwann nochmal das Gold abbauen wollen. So, da können wir schon mal Blaupausen. Also ich bin aktuell nicht im Zeitdruck, weil wir wirklich noch genug Kaffeepuffer. Feuerwehr dazu. Geh dich mal. So. Dann können wir hier jetzt alles zuklatschen. Oh, das können wir sogar noch mitbenutzen. Seht nur, gar nicht mal so bekloppt. Das eigentlich schon bauen, weil der braucht, der hat dann 3, haben wir gesagt, ne? Wir können da 2 schon mal locker anschließen dran. Kaffee. Ich habe noch genügend Leute. Das heißt, was bräuchten wir denn für die Mine? Wie viele Leute? 100.
Für die Minen 100. Da müssten wir hier noch. Nee, das können wir nicht machen. Geht nicht. Da müssten wir hier noch Leute hochziehen. Das ist eigentlich ziemlich eng hier. Sonst wenn ich jetzt hier oben noch Kaffee hin. Naja. Das ist zu Blaupausen, schadet ja mal nicht. Kaffee. Oh, machen wir 3. Das Ding auch was zu tun. So, jetzt gehen wir aber erst hier oben hin. Dann doch reicht. Das gefällt mir aber nicht. So, dann hätte ich gesagt, aber wir können hier eine Straße rüberziehen. Spielstand gespeichert. Die Feierlichkeiten sind beendet. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ertränke meine jämmerlichen Seeleute. Schiff unter Beschuss. Okay, noch 2 mehr gebaut. Jetzt fehlt es halt drüben an Leute. Auf der Insel. Sonst könnte ich da im Prinzip... Noch eine Kaffeerösterei. Wir haben keinen Kaffee mehr. Wo? Bei uns in der Welt oder was? Hauptwelt, ja. Ah, hat aber gerade gebracht in dem Moment. Ist trotzdem knapp bemessen. Sehr knapp, ja. Zumal du ja noch geupgradet hast. Ja, das hat ja in der Zeit nicht gereicht, dann war das Schiff ja sehr wahrscheinlich schon unterwegs. Oder was meinst du? Nee, du hast ja noch geupgradet, oder? Ja, aber. Das habe ich ja erst gebaut, nachdem das Schiff wahrscheinlich unterwegs war. Beziehungsweise ich habe eins gebaut in der Kürze der Zeit. Das hat wahrscheinlich kaum noch was gebracht. Wir haben noch 100 Leute. Wie viel brauchen wir denn noch für eine Kaffeerösterei? Hoffentlich 100. 150. Wir wären dann soweit. Noch 2 Upgrade reicht es vielleicht. Schreibt mir nur die Uhrzeit. Ich trottel. Was denn? Neben all den anderen ich hab 4-mal Meister zu nennen. Können nicht lektionieren. So wird die Stadt hässlicher. Schiff unter Beschuss. Ich hab 4-mal Wurstfabrik gebaut und kein einziges Mal Seife. Hast du das Ding abgerissen oder was? Wir kriegen keine Seife. Naja, ich zieh mir gerade Seifenlayout wieder. Wir können nicht lektuieren, es geht leider nicht. Wir sind doch nicht, oder? Ach doch, wir hätten gehabt. Warum können... Klar. Vergiss es, meine Schuld. Meine Schuld. Oh. Mann, Mann, Mann. Mein Kopf ist voller Kaffee. Alles klar. Okay, ich habe noch eine Rösterei gebaut.
Wie gesagt, Kaffee müsste hier wirklich genug geliefert werden. Es passt. Auf die Station. Ist noch Bretter für mich hier? So. Zwei Leute sind zu wenig. Ach komm. Also jetzt das Schwarze. Schiff unter Beschuss. Knall weg. Das Haus Harlow hat keine Verwendung für dich. Komm nur in der Reichweite vom anderen hier. Schiff unter Beschuss. Oh, geht mir jetzt gerade auf den Sack. Das ist gerade echt nervend. Das verständlich, Schiff unter Beschuss, ja? Ja. Spielstand gespeichert. Jetzt gerade noch was gemütlich bauen und dann. Ganze Zeit der Nerv töten, du da. Höhe stabil. Schlachtkreuzer bereit. Die alte Welt. So. Ich habe gerade noch einen weggebombt. Habe ich wieder gebaut. Okay. So, nutzen wir den Moment. Werfen einen Blick in den Trend. E-Maschinen, ne? Nehmen die neben ab. Kommen zwar wieder ein bisschen hoch, aber wir müssen weiter im Auge behalten. Wurst nimmt ab, ist klar. Hält sich soweit eigentlich alles auf Maximum. Kaffee reicht von hinten nicht. Wir haben jetzt nur noch 98 Tonnen und das Schiff war gerade eben erst da. Das sind viel mehr Kaffee produzieren, die saugen viel mehr Kaffee. Richtige Schluckspechte sind das. Die Frage, was können wir auf dieser eine Insel, ist halt wirklich. Guck mal den Trend in der neuen Welt an. Die Waffenruhe wurde beendet. Komm, ich würde sagen, ich kaufe die Waffenruhe bei ihr ein. Du findest, das war ein Sturm? Das war nichts. Weil, wenn wir jetzt noch öfters hören, Schiff wird angegriffen, Schiff wird angegriffen, dann drehen wir beide durch. Das stimmt wohl. Ja, mein Platz ist noch, um Kaffeeröstereien hinzustellen. Das ist alles nicht das Problem. Hieran kannst du dich mal so richtig aus. Ja, kannst mich. Sieh an. Jetzt zeigst du mir dein wahres Gesicht. Da brauchen wir auf jeden Fall noch einen Handels. Ihr Hafen wird angegriffen. Was in der Arktis? Das ist unser Hafen. Nö. Das Schiff ist schon tot. Wie traurig. Ich kann nicht mehr. Naja, die sind hier als total überlastet. Da unten muss ich mal ein bisschen was zaubern. Ich glaube, das knall ich am besten da in die Mitte rein. Pilzfabrik aus der Alpaka. Macherei, wobei die können jetzt auch dahin fahren. Ne? War jetzt einfach zu viel. Hm.
schon da rumdüsen. Ja, das ist lächerlich. Was haben wir hier denn stehen? Hier haben wir Baumwolle und Filzfabrik. Das ist eigentlich direkt gegenüber. Das ist so das Problem. Die Hüte, ne? Mal gucken, ob es hier jetzt ein bisschen entschlackt. Mal gucken. So, Trend. So, Rum nimmt ab, aber wir produzieren noch genug. Behalten wir weiter im Auge. Kaffee nimmt plus 2 zu. Haben wir hier neue gebaut, aber das wird dauern. Wir haben sogar Sekt hier. Warum auch immer. Ponchos bleibt noch gleich. Backende Bananen nehmen zu. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Die Maschine ist okay. Hier auch. Schiff unter Beschuss. Ich guck. Ach ja. Doch, das ist schon tot. Es wehrt sich noch ein bisschen. Aber ist gleich weg. Anderes Eck. Gleiches Ergebnis. Ja. Na, da kommt vielleicht noch weg. Sie schließen sich der gerechten Sache an. Na, oder? Na, schafft's nochmal. Ums. Wie gesagt, die sollen uns Frieden anbieten, wir würden es annehmen. Du hast recht, Nieder, die saufen echt viel doof. Nehmen wir das Feld weg und ziehen eine Straße. Ah, ich weiß, was du meinst, welche Stelle du meinst. Ne? Das Problem ist, das ist die Verbindung. Guck mal bitte zu mir direkt. Ja, Moment. Ja. Schiff unter Beschuss. Die hängen da, oder was? Nee, belädt das. Ja, bei dir belädt das Frachtschiff auch so einen Kilometer vom Konto entfernt. Nö. Doch. Nee, das andere. Ach nee, das wartet da. Ups. Genau. Sorry. Es hat gerade für mich ausgesehen, als würde das aber laden. Nee. Eine Gnade für diese Nichtsnutze. Gut, wir haben es versenkt. Ich glaube, Vater hätte dich gemocht. Mit der kriegen wir die ganze Zeit Pluspunkte. Wenn wir andere Leute abschießen. Wenn wir in der neuen Welt jemanden abballern würden, würden wir bei dem Pluspunkt kriegen, glaube ich. Ich würde nämlich gerne bei einer neuen Welt höher kommen, aber das schaffen wir nicht. Konkurrenten wird belagert. Ah, komm, knall den mal weg hier. Ohne weg. Schiff unter Beschuss. Ich würde hier gerne Fregatte draus machen. Aus dem Clipper. Mach das doch. Weil ich glaube, wir haben noch eine irgendwo rumstehen. Warte mal. In der alten Welt, wo wir eh keinen kaufen. Da unten, ne? Ja. Leinen los. Da hast du jemanden gekauft. Ich bring die mal in den Hafen und dann fahre ich mit dem Schiff in die alte in die Arktis. Weil erstens mal ist die Dorothea ein bisschen schneller. Da werden eh nur Robben rüber geschleppt. Und zweitens mal geht es mir hauptsächlich darum, dass die auch nochmal ein bisschen mitballert. Wenn die da in der Arktis irgendwas hat. Klar. Ja, darum. Viel mehr geht's gerade gar nicht. Segel setzen! So. Da muss ich mich gleich wieder weiter um Kaffee kümmern. Okay, wir lassen den mal fahren, der hat gerade keinen Mitwind. So, ja, hier die Straße, meinst du, ist verständlich schon. Setze ich das da oben drüber. Ich würde gern generell alles da so ein bisschen, aber ja. Ach nee, geht nicht. Also geht schon. Nein, jetzt habe ich dem einen in die Felder geklaut. Oder? Nee. Alles gut. Könnte ich das nicht alles irgendwie? Warte mal.
diese Felder hierher. Davon. Haben wir da oben nicht noch Platz? Ja, nicht. Ich muss hier mal ein bisschen was zaubern, das geht leider nicht. Schiff unter Beschuss. Da sind Schlaglöcher, passt also auf. Wenn jetzt schon wieder. Jetzt kommt der mit einem Kanonenboot um die Ecke, ey. Das ist doch echt ein Witz, oder? Es ist ein Witz. Darauf können wir uns einigen, ja. Eigentlich für ein Problem. So. Jetzt nehme ich den halt mit zwei Schlachtschiffen in die Mangel. Ist mir doch scheißegal. Ja, das wird so böse enden gleich. Komischen Kanonenboot. So, jetzt ist es fort. Und jetzt? Was machst du jetzt? Gar nichts mehr. Genau. Hm. Wurst. Eieiei. So, und nicht anders. Ja, du hast keine Felder, ich weiß. Ja. So, weil ich die hier auch irgendwie... Ne, warte mal. Brauchst du jetzt erstmal noch Felder. Oh. Ja, ich würde den sogar echt fast bevorzugen mit der Auslöschung, weil der mittlerweile so oft auf den Sack gegangen ist, mit einem Popelschiff hier uns Handelsroute zu stören. Den würde ich sogar fast früher auslöschen als den schwarzen noch. Also die Farbe schwarz. Ja, ja, schon klar. Ja, nicht, dass ich das jetzt hier falsch angehört. Rassist! Aber so wie es aussieht, löscht er sich gerade selbst aus. Wieso das? Es sind nämlich Aufstände in seiner Stadt und die Bank brennt. Sieht gut aus. Macht er gut. Was hat er denn da? Ist das der... Ach, das ist der Botanische Garten. Oh, der ist aber auch schön. Ja. Darfst du dich, wenn du Bock hast, gerne auslassen. Hatten wir letztes Mal nicht? Doch, oder? Nö. Nö, nee, ich glaube nicht. Ich hatte nämlich nur das Museum und das Ding hier. Zum Botanischen Garten kam ich nicht mehr. Ja, was ist denn das Ding? Das war doch der Botanische Garten, oder? Nee, der Zoo, das Museum habe ich gebaut. Ach, stimmt. Wir hatten keinen Botanischen Garten. Muss ich im alten Spiel schon nochmal auspacken. Wieso? Wir sind jetzt fast auch so weit. Ja, ja. Uns fehlen nur noch drei Level. Und wir hatten... Das Dingsbums. So, jetzt ist hier unten ein bisschen entschlackter und die können hier ein bisschen besser arbeiten, weil sich die Arbeit hier verteilt. Soll ich eigentlich mal die Weltausstellung setzen? Wohin denn? Die Insel eines Konkurrenten. Auch nach oben, ne? Ja, ich hätte jetzt gesagt, neben den Zoo vielleicht. Aber nicht nach. Aber hier ist so wenig Platz, leider. Mach's doch über den. Ist das der Zoo? Ja. Links über dem Zoo. Links über den Zoo. Ja, da ist ein Holzfäller, den kann man wegmachen. Da, wo der Holzfäller ist. Ungefähr, ja, den kann man ja umziehen. Würde ich wegmachen. Die Holzfäller würde ich einfach wegknechten. Ah, da haben wir oben noch Platz, warte mal. Knechten hier doch nichts weg. Doch, der wäre alle weggeknechtet. Hier ist so viel Streich. Er hat schwarz auslöschen gesagt. Nee, nee, nee. Den schwarzen Spieler.
Aber ja, wenn man will, kann man alles falsch verstehen. Was ist? So, ja, über den Zoo. Ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, das passt da ganz gut hin. Den einen Holzfäller noch weg. Ne, gerade dabei, warte. Und einen. Wir stecken hier viel. Suche hier gerade noch irgendwie auf 100% zu kommen. Ab das Spiel. Wozu? Die haben doch eh keine Arbeit mehr. Ist mir egal. 0%. Okay. Es ist mir scheißegal. Ja. 98%, die Straße ist ja eh wieder tiefer. Egal. So, ist fertig. So. Fertig. So, dann machen wir mal die Weltausstellung dahin. Ich blaupause die erstmal. Ja, ja. Ui! So. Die ist so relativ klein, ja. Ich würde sie drehen, oder? Wobei, warte. Der Ausgang ist jetzt unten. Ja, aber warte. Weißt du? Dass wir Platz sparen, arbeiten. Platz sparen, sagt er. Ja, da haben wir ein paar Felder gewonnen. Hä, und was willst du unten hinmachen? Häuser noch oder so, was weiß ich. Ach so. Dann baue ich das Ding mal. Oh, es fehlt uns Stahl. Kropfstahl. Na, kannst du holen mit unserem Kleinen hier. Ich schicke ihn dir rüber. Ich schick den Heilbutt. Ach so, du hast noch ein Schiff zu viel. So ein Luxus. Ja, mit dem Heilbutt cruise ich hier die ganze Zeit durch die Gegend und kaufe ein paar Tiere und so. Ah, okay. Ja, wir müssen ja irgendwie... Guck, jetzt habe ich hier Delfine geholt. Delfine! Ich gucke, dass Leute nicht verdursten und der andere spielt mit Vieh, mit Zoo. Jaguar. Und dann haben wir hier noch einen Polarwolf. Eine gute. Und was haben wir hier? Ein Pelikan. Der Pelikan. Ich versuche hier mal ein Geschenk zu machen hier. Und Moschusochse. Das ist er. Ah. Ich muss die hier aber drehen. Ein Schmeichel machen wir nicht. Gib es einfach her. Gib es einfach her. Ich find's gut, dass man Gehege drehen kann. Manchmal passt das nicht so. Frieden, was? Du müsstest doch schon Frieden machen können. Was ist? Ah, Frieden. Frieden. Mit wem denn? Wir haben doch gerade einen Friedensvertrag. Nee, ich glaube, du brauchst erst 60 Punkte oder so. Dann sagt dem Friedensvertrag überhaupt erst zu. Wenn du das vorher machst, dann sagt die irgendwie nö. Wie sagst du? Nö. Ja, genau. Nö, das machen wir nicht hier, du. Nee. Blitzpiepe. Ja, also. So, wir brauchen hier unten noch Arbeiter. Es geht leider nicht. Ich muss noch irgendwo ein paar Leute hinsetzen. Dann sagt die nämlich Banange. Und dann war's das. Okay. Lynidia, überleg dir mal einen Namen für diese Stadt. Banange kann nicht bleiben. Es geht nicht. Doch, Lunenia, bitte schreib einfach Banange rein. Nein. Da muss es genommen werden. Nein. Doch, Banange ist gut. Wenn der Name schon... Nein, es darf nicht der gleiche sein. Das ist meine Regel. Dann schreib es mit CH. Nein, auch dann nicht. Doch. Das. Doch. Guck. Nein. Banenschischen. Abgelehnt. Das. Banenschischen. Abgelehnt. So, ich brauch nochmal 150 Leute auf dieser Kackinsel. Aber der Chat hat gesprochen, du musst es jetzt Banenschischen nennen. Was hast denn du? Sorry, aber was hast denn du für einen Bockmist gebaut? Guck mal, wo ich gerade drauf gucke. Ja. Das sieht doch gut aus. Nein. Doch. Weißt du, wo der hinfahren muss, wenn der volles Lager hat? Ganz außen rum. Und hier rum, dass er da hinkommt. Und ich versuche jetzt zu optimieren. Was hast du denn gesoffen? Saufst du den ganzen Kaffee und den Rum weg oder was? Nur den Rum und das Bier. Ich denke nämlich gerade, warum verläuft denn hier die Straße so blöd? Entlang, wenn wir die hier anschließen können, dann sehe ich, okay, warum haben wir hier zwei Brücken? Dann sehe ich hier, was soll denn der Scheiß? Und noch nicht mal mehr Steinstraße. Hier kannst du so eine schöne Straße bauen. Was das alles an Holz wieder gibt. Ja. 20 Tonnen Holz? Also als ich das bauen wollte, ging das nicht. Ja, ist klar. Feuerhausen. Ja,
Brandmänner Melder Lichtenburg. Oh, ja, und hier ja, ist ja, ja übrigens gerade. Was hast du denn? Aber wieso? Weil du dich da nicht ans. Ich kann dir später schreiben, wieso. Du hast dich hier nicht ans Schema gehalten. Nein, darum ging's nicht. Warte, ich schreib's dir kurz. In Steam und du darfst dann entscheiden. Ob ich es vorlese? Okay. Ja. Okay. Puh, das betrifft ja dich, nicht mich. Meine ja nur. Es ist eher die Frage, ob ich das, bevor wir spielen, dann, also ich meine, ich glaube, es kommt dann eher aufs Spiel an, aber ob ich das dann nicht eher wissen sollte. Weißt du? Hat mich ja nicht beeinträchtigt, du bist auf die Straße. Okay. Das überlasse ich dir, ob du es erzählen willst. Weil es betrifft ja nein, nicht. Maika? Warum nein, Maika? Frage ist nicht warum. Die Frage ist, warum nicht? Ciao, Maika. Oh Gott. Okay. Das ist schon spät, da kam ich jetzt auch nicht drauf. Versuch hier mal wieder alles anzuschließen. Passt wieder halbwegs, ne? Und aber ich habe gerade gesehen, ich habe mich mal kurz vor diese Weltausstellung vorgestellt. Ja. So als Person, die ist voll Chap. Also so. Wollen wir jetzt nach Mainz fahren und den Entwicklern dafür in die Eier treten, oder wie? Jo. Warum nicht? Ey! Oh, wieso? Die Weltausstellung ist Chap. Oh, man kann keine Farben mehr ändern. Bald die CPUs. Nee, die anderen Zuschauer sind nicht nur Bots. Oh. Nee, sind noch ein paar Lurker dabei. Okay. Und ja, den Witz kann ich schon. Ich lese ihn jetzt nicht vor. Da muss man live dabei gewesen sein. So. Wieso habe ich denn jetzt weniger Leute wie vorher? Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Mainz, ey. Ja, mein bester Freund kommt auch aus Mainz. Ich habe zum Teil mal in Mainz gearbeitet, aber das war ganz lustig. Also früher habe ich mal in Wiesbaden gearbeitet und dann habe ich mal eine Zeit lang auch mal in Mainz gearbeitet. Naja. Dann hat es mich da wieder wegverschlagen. Besonders schlimm war, wenn in Mainz Fasnacht ist, dann ist ja Ausnahmezustand und dann haben die auch Feiertag, ich glaube am Rosenmontag und dann kommen die aber, die keinen Bock drauf haben, die machen dann Shopping in Wiesbaden. Wir sind so durchgedreht. So, weitere 150 Leute, ob der Trend hier passt, ist mir jetzt einfach erstmal egal. So, lass mich raten, ihr langweilt euch doch hier, oder? Wir haben das hier doch jetzt schön aufgedröselt. Wow, perfekt. Da kommt hier jetzt noch eine wunderschöne Kaffeeplantage. Nee, nicht Plantage. Kaffeerösterei. So. Jetzt haben wir, lass mich überlegen, 9, richtig? 9. Und 9 mal 2 sind 18.
Eva. 7, 3, 8. Jo. 17. Bravo, ja. Klapp, klapp. Okay, wir haben genau 18. Ist gut. Ja. Genau 18. In Bastilhain fehlt ein Besucherhafen. Wollt ihr mich verarschen? Wir haben da 122 Attraktivität, das war's. Und das auch nur wegen dem Bierfest. Wer soll sich denn bitte hier die Schmähindustrie angucken? Vielleicht irgendeiner, der es abfotografieren und klauen will. Ich weiß es nicht. So. Nutzen wir den Moment. Wir haben einen Blick in den Trend. Der Rum nimmt ab. Der nimmt wirklich ab. Echt jetzt? Guck nochmal rein. War schon schlechter. Wir beobachten es nochmal. Ansonsten, Kaffee nimmt zu. Wer hätte das gedacht? Extrablatt. Die Ponchos nehmen ab. Oh, wir haben eine Stunde überschritten, Herr Gens. Wollen wir aufhören oder wollen wir noch eine machen? Hä? Ach so. Ich dachte eben gerade, hä, warum hast du denn einen ganz anderen Trend als ich? Das kann doch gar nicht sein. Ich gucke auf Figgins und du guckst sonst wo. Ja, wenn ich nicht sage, dass die Ponchos abnehmen, die werden wohl nicht in Figgins abnehmen. Dann, das war der Schlagpunkt, wo ich mir dachte, ja, nee. Obwohl, ich muss ehrlich sagen, ich habe bei Figgins erstmal geguckt, ob die Ponchos abnehmen. Aber nein. Eieiei. Okay, ich muss die Ponchos machen wir noch eine Stunde oder hören wir danach auf? Nee, ich würde jetzt lieber Cut machen. Gut, dann mache ich noch die Ponchos hier, eine Erweiterung und dann machen wir hier einen Cut. Klingt gut. So, ich muss nur Platz finden. Langweilt euch? Nee, langweilt euch nicht. Ja, weil das Lager voll ist, schleppen die alles da rein. Das ist das. Hier ist kein Platz mehr. Hm. Das sind drei Felder, ich brauche vier. Könnte das drehen. Oder? Vergiss das. Der Tetris-Block gedreht. Naja, du, mein Freund, drehst bei Tetris auch das Quadrat. Ja. Aber wer hat das noch nicht gemacht? Jetzt habe ich hier wirklich. Oh, ich kotze. Ich dachte gerade, was machen hier so komische Geräusche? Das sind die Delfine. Haben gerade etwas. Was? Zigarren ausgegangen? Wo? In Banenje. Sind die Zigarren ausgegangen? Ach, was? Brauchen die oder was? Ja, natürlich. Achso, ich produziere da keine mehr. Was? Ich habe alles abgerissen. Oh Gott. Ja, die brauchen da Zigarren. Banenje. Das wir noch umbenennen müssen, aber nicht Nein Maika. Das hat mir nicht so ganz gefallen. Wir überlegen uns noch was. So, jetzt haben wir hier mal das Ding angepasst. Das heißt, warte mal. Tex Coco. Kannst du die Handelsroute vielleicht noch anpassen? Tja. In der neuen Welt oder was? Ja, dass die von der anderen Insel Tabak mitnehmen. Weißt du, die bringen doch rüber. Die bringen doch Mais rüber. Ist nicht noch ein Feld frei vielleicht? Nee, ich glaube nicht. Warte mal, ich gucke. Nee. Ich gucke, aber nichts frei. Nee. Schlecht. Ganz, ganz schlecht. So, jetzt werden sich die nämlich schon fast wieder ein bisschen langweilen und dann kriegt er jetzt noch einmal Poncho das 1:1. Ein Traum. Hier ist voll viel Fläche frei geworden, ey. Warum lasse ich sie überhaupt in meine Nähe? Auf Banenje. Ja, ich weiß. Und eigentlich müsste man das jetzt alles neu designen.
schon, ja. Das sieht lustig aus. Alter, der Ölhafen, wie viel Öl willst du denn hier lagern? 3100 Tonnen. Alles. Also ich glaube, dann sind es ja Kubikmeter. Die Frage, wie viel Öl will sich hier lagern? Alles. Alles Öl. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Ölland wäre. Nervt doch nicht, Troller, jetzt. Nein. Ich habe eine revolutionäre neue Idee. Was? Och nö. Wo denn? Hier, Flamingo. Also ich mache mich hier noch fertig, ihr die Bauern. Wenn ich dann hier draufklicke auf den, dann. Okay, jetzt. Halt Verschwendung. Weil die Felder sind kleiner, ne? Spielstand gespeichert. Dann kriegt er keine Straße mehr hin. Ihr macht mich noch fertig hier. Komm mal darüber. Dreh dich. Ah, ich könnte was machen. Was machen Sachen? Dass wir das doch hinkriegen. Markt des Goldperlen. So. Nach Bärstilhain. In Bärstilhain machen wir das Bier, richtig? Auch. Drei Bier haben wir dort noch. Was, in Bierstilheim? Ja. Ich hab doch gesagt, es nimmt ab. Nein, nein, nein. Okay. Dann nehme ich jetzt nämlich auf dem Gold- und Perlenschiff, was zwischen Flamingo und Bärstilheim fährt. Nehme ich jetzt auch noch Bier mit. Dann kann ich es von der Route runternehmen. Ach so. Und dann haben wir nämlich Platz für die Zigarren. Ja, aber dann müssen wir noch mehr Bier machen. Wir müssen gleich viel Bier machen. Also wir müssen so oder so viel mehr Bier machen, das stimmt. Hast du noch eins aufgebaut? Wenn nicht, ziehe ich gerade eins hoch. Nee, ich habe nichts mehr gemacht. Gut, dann... So, in Flamingo machen die Zigarren, gell? So ein geiler Luxus, wenn du einfach tak, 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 tak. Machst du nur noch in Flamingo Zigarren? Ja. Ja, wie hast du dann gedacht, dass es in die alte Welt rüberkommt? Ich hab nicht gedacht, dass die drüben rauchen wollen. In der alten Welt. Ja, das wird doch über... Nein, da ist eine neue Handelsroute. Da ist noch eine Handelsroute, oder? Irgendwo muss doch in die alte Welt der Tabak kommen. Ja. Also. Von. Achso, die Schokolade kommt jetzt von der alten Welt. Genau. Ach ja, okay. Nach Figgins, so hast du es gemacht. Okay. Ja, ergibt Sinn. Okay. Dann müssen wir aber hier trotzdem sockeln. Sonst haben wir hier ein Problem. Wo sockeln? In Flamingo. Weil die das ja auch brauchen. 30 Tonnen. Weil die brauchen es auch, die brauchen es alle. Haben wir nicht genug? Das mal einfach. Tabak? Wahrscheinlich doch, nicht. Eigentlich schon. Doch, das reicht. Es kommt genug in der alten Welt an, aber wir müssen halt jetzt auch noch dann reicht es wahrscheinlich nicht. Wir müssen diese Stadt umbenennen. Wir müssen jetzt mal Cut machen. Ja, das auch auf jeden Fall. Okay, ich guck gerade mal die Zigarren mir an, aber ja. Der Beschuss. Nerv doch nicht. Das ist wieder deins, ne? Ah, es ist der. Ah, warte. Eins möchte ich gerade noch kurz machen, und zwar in der Arktis das Handelsschiff austauschen. Das ist nämlich... Ah, perfekt, es kommt gerade an. So, da kommt nämlich jetzt die Dorothea drauf. Handelsroute, hier Arktis. Hier Robben. Plus...
Nicht hier hast du hochgezogen schon, gell? Ja, ja. Gut, gut. Dort her. Wo ist denn die Ringelblume? Ach, das letzte Linienschiff. Okay. Bist du Ringelblümchen? So, annehmen. Fertig. So. Wo ist unser Schiff, das das eigentlich verteidigen sollte? Das steht in der Mitte rum, war doch bei Servette. Kampfdeck bereit machen. Nächstes Mal klappt es sicher besser. Warte mal hinterher. So, du kommst zurück in die alte Welt, dann können wir dich nämlich verscherbeln. Ist zwar schön schnell gewesen, auch ohne Segel. Ja, aber vorerst halt leider nicht. Gut! Aber Kaffee ist jetzt genug, glaube ich. Ja, sicher. Relativ, ja. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht, weil... Das Leben hier ist ein Wunder. Das Problem ist... Kommt gut an. Ja, aber die Investoren brauchen Kaffee. Und die Ingenieure auch. Und da sind wir ja noch weit nicht da, wo wir hinwollen. Ihr Hafen wird angegriffen. Deswegen. Aber gut. Hier machen wir jetzt Schluss. Ja. Ja, auch schon mal gute Nacht. Lunilia, schön, dass du so lange dabei warst. Und hier spielen wir auf jeden Fall weiter. Ich speichere jetzt nochmal, auch wenn es gerade gespeichert hat. Gibt es noch viel zu sehen, viel zu erleben. Wir haben Expeditionen vor uns. Ach, und hast du nicht gesehen? Es kommt ja noch der Palast. Den hätte ich ja noch fast vergessen. Und in der Arktis muss noch weitergehen. Und wir müssen den Rest noch optimieren. Wir haben ja noch viel Spaß mit. Aber an dieser Stelle hier ist jetzt Schluss im Video wie für den Livestream. Deswegen bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.